Hallo, sehr geehrte Zuschauer. Willkommen auf meinem Kanal. Ich zeige euch jetzt mal, wie man den Dateipfad ändert. Geht man Eigenschaften, Pfad und dann verschieben. Da kann man sagen, dann will man auf D haben zum Beispiel. Mach mal. Okay, Ordner Musik, was ich schon gespeichert habe. Und jetzt ist schon geändert. Möchten Sie alle Dateien von alten Ort an den ausgewählten neuen Ort wechseln, verschieben? Dann drückt man natürlich ja. Und zack, hat man schon verschoben. Oder wenn man zum Beispiel, ja, bei den Videos hier haben mich auch gerade geändert. Oder wenn man jetzt zum Beispiel macht, wieder verschieben drücken. Oder in anderen Ordner. Oder in meiner Netzwerkfestplatte zum Beispiel. Mache ich mal da Videos. Jetzt wird es sich verschieben. Mach mal jetzt bald wieder ja, Stopp. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen.